Das sind halt echte Männer, ne? Meinst du? Oh. Also wenn man die Verletzungen betrachtet? Ja, auf jeden Fall. Es geht auch gut zur Sache bei MXGP, dem offiziellen Spiel zur Motocross-Rennserie. Das behandelt beide Rennserien MX2 und MX1. Und wie wir hier sehen, fahren wir gerade alle davon. Direkt schon mal als Ansage, am besten direkt auf den schwierigen Schwierigkeitsgrad stellen, denn sonst ist es unglaublich einfach. Die KI ist ziemlich dämlich und lässt sich sofort abhängen. Ab dem schwierigen Schwierigkeitsgrad macht es dann auch Spaß, weil man sich dann auch mal schöne Rennen liefern kann. Und ja, das Alleinstellungsmerkmal von MXGP, wie wir sehen, ist es nicht sonderlich schön. Ist aber, dass sich der Boden, also Matsch, Schlamm, Sand, was auch immer, dynamisch verformt während den Rennen. So dass sich immer neue, tiefere Kuhlen ergeben, wo man dann auch aufpassen muss, dass man... Also du kannst in deine alte Furche reinfahren. Ja, so kann man es sagen. Und ja, den habe ich schon umgemäht. Dadurch ergeben sich dann schon mal ganz spaßige Rennen. Das braucht es allerdings auch, denn es ist nicht sonderlich abwechslungsreich. Also der Hauptmodus ist der Karrieremodus, der ist vom Menü her so ein bisschen an die Codemasters-Spiele angelehnt. Also schön aufgeräumt und glatt. Aber die Rennen selbst sind dann schon mal ein bisschen langweilig, weil man auch die Strecken immer zweimal fahren muss dann. Verstehe. Und gerade wenn man noch nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad ist und immer vorne wegfährt, ist es dann unglaublich monoton. Wie sieht denn die Steuerung aus? Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt bei so einem Spiel. Also nach ein bisschen Eingewöhnungszeit lässt sich wirklich gut selbst um die engsten Kurven driften. Da kommt es dann halt auch drauf an, ob man es auf realistisch stellt oder ein bisschen arcadiger. Was mich am meisten gestört hat, ist eigentlich, dass es sich gerade bei den Sprüngen sehr steif anfühlt. Da hat man nie so ganz den Und Eindruck. Tricks gibt es dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Eher nicht so. Man kann sich so ein bisschen reinlegen, das sieht dann schon mal ganz cool aus. Aber auf Tricks ist es wirklich nicht ausgelegt, sondern aufs Rennen. Das Störendste bei dem Spiel ist eigentlich die ziemlich miese Kollisionsabfrage. Manchmal weiß man einfach nicht, warum man auf die Schnauze fällt. Also ich hatte Szenen, da bin ich mit, keine Ahnung, 15 km/h so ganz leicht gerutscht und bin über den Boden gekullert. Bei einer anderen Szene springe ich meinem Vordermann auf den Kopf drauf, fahre noch 5 Meter auf seinen Kopf weiter und keiner von uns beiden fällt. Ja, das war dann ein geglückter Stunt, würde ich sagen. Aber insgesamt ist MXGP wirklich keine Schönheit und hat auch viele kleine Macken, wie man auch sieht, die aufploppenden Furchen dann und sowas. Aber ich denke, gerade für Leute, die auch Motocross verfolgen, ist das ein richtig schöner Fanservice. Und ja, alle anderen, gut, für die ist Dirt eher was, aber es ist ein ordentliches Rennspiel insgesamt.